Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen neuen Adventskalender für dich und zwar passend zu meinem grünen Weihnachtspulli, den ich dir selbstverständlich unten in der Infobox verlinke, Mensch. Ich freue mich so. Habe ich hier die Ehre, den Foodist-Adventskalender vorzustellen. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir ein bisschen zu spoilern. Wir öffnen nicht alles, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das liebe Team von Foodist hat nämlich mit mir in E-Mail-Kontakt gestanden und ja, jetzt darf ich tatsächlich den Adventskalender testen. Es ging nämlich darum, dass wir demnächst eine Kooperation zusammen machen, das heißt, dass ich auch die Foodist-Boxen hierhin bekomme, hier in mein, ne, und hier, also in mein Zuhause und dir zeigen kann. Und ja, als kleiner Teaser, sage ich mal, wurde mir dann schon der Adventskalender geschickt. Natürlich haben die mich darum gebeten, was ich auch vollkommen nachvollziehen kann, nicht alles aufzumachen. Also mir wurden drei Kläppchen genannt, drei Boxen ja für mir, die ich hier mit euch zusammen öffnen darf. Und drei habe ich mir selber aussuchen dürfen. Und da habe ich auch ganz besondere Tage für genommen. Und was genau das für Tage sind, das erfährst du gleich. Genau, so, wir gucken uns erstmal den Adventskalender an. So schaut er aus. Das hier ist der Premium-Adventskalender, der komplett mit Boxen ist. Das sind 24 wunderschöne Boxen und der Kalender ist schwer. Also das ist nicht so einfach, den in die Kamera zu halten. Ja, wir werden gleich auch in die eine oder andere Box reinschauen und gucken, wie die Boxen vielleicht von hinten aussehen, von innen aussehen, von oben, unten, links und rechts und was drin ist vor allem. Das Design finde ich unfassbar schön. Ich finde es so schön weihnachtlich gemacht. Du hast hier draufstehen, Merry Christmas, Enjoy the Little Things. Und es ist voll schön gemacht, ganz ehrlich. Also man kann sich den super halt so dekorativ hinstellen und er bleibt halt die ganze Weihnachtszeit als wundervolle Dekoration im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, im Büro, wo auch immer. Ich finde, das ist total hochwertig. Du merkst es allein schon an der Kartonage, sage ich mal, dass es hochwertig ist. Ne? Mir gefällt es schon mal richtig gut auf den ersten Blick und ja, deswegen stelle ich den mal in den Hintergrund und dann haben wir den dekorativ dort stehen. Oh, guck mal, da ist ein Schneemann. Oh, ich stehe auf Schneemänner. Das muss ich ja wirklich sagen. Na. Uff. So. So sähe der Kalender in einem Billigregal aus. Exemplarisch. Ich finde, der sieht top aus. Ich mag das Grün außenrum zu. Ich mag, dass es halt quasi so ein bisschen beige als Hintergrund ist und dann die einzelnen Bäumchen und so weiter. Ich mag es voll gerne und bin sehr, sehr gespannt, was drin ist. Mitgeliefert wurde auch so ein Booklet. Finde ich total süß. Da stehen dann verschiedene Weihnachtsgebäckideen drin, was man in den verschiedenen Ländern macht. Oh, Honigkuchenschnitten. Ich kriege noch mehr Hunger. Dann, hier ist auch ein Gutscheincode mit drin für 15%. Xmas Gourmet kannst du verwenden. Oder wenn du 5 Euro Rabatt haben möchtest, plus den Rabatten, die jetzt aktuell so laufen. Also da hast du auch schon richtig hohe Rabatte bis zum 1.11. Diese Early Bird-Aktion quasi. Du kannst nochmal 5 Euro sparen mit dem Gutscheincode Claudi5. Den blende ich hier dir auch nochmal ein. Ich verlinke dir auch unten alles in der Infobox und ich fange auch gleich an zu essen, versprochen. DIY-Deko-Ideen. Ach, guck mal, wie schön man Weihnachtsgeschenke verpacken kann. Geil. Also das ist schon mal süß gestaltet, da habe ich schon Bock drauf und das hat mich gut angeteasert und jetzt habe ich Bock da reinzugucken. Das ist der Gourmet-Adventskalender und der Unterschied zu dem Premium-Adventskalender sind 15 Produkte, die ausgetauscht wurden, weil der Premium-Kalender dann auch nochmal ein bisschen hochpreisiger ist, aber dementsprechend dann ja auch 15 andere Produkte nochmal enthält. Und ich habe jetzt auch gerade hier mein Handy, ne? Also die haben halt diesen Adventskalender, dann haben die den Premium-Adventskalender, die haben Wein-Adventskalender, Whisky-Adventskalender, Veganer-Adventskalender, auch mega geil. Den von Pamela Reif, diesen mit den Fitnessriegeln. Da ist der Gutscheincode aber nicht gültig. Dann Craft Beer Adventskalender. Oh, würde ich Alkohol trinken, ne? Das wäre voll meins. Nom. Ein Gin Adventskalender. Wow. Boah. Ein Wein Adventskalender. Das wäre auf jeden Fall was ich meiner Mom empfehlen könnte, was sie vielleicht ihrem Mann schenken könnte. Ich glaube, da könnte er Bock drauf haben. Oh, Monty Bojangles oder Bojangles, der ist ein bisschen günstiger. Da gilt mein Gutscheincode übrigens auch nicht für. Also ganz ehrlich, da habt ihr eine riesengroße Auswahl. Boah, ich laber jetzt schon seit, also ich sehe es ja da oben 10 Minuten. Ich muss jetzt anfangen auszupacken, ne? Ja, 23 wäre doch, glaube ich, mal ganz gut. Der Abend vor Weihnachten, denn das ist der Schneemann. Weihnachtscheckliste fürs Festessen einkaufen. Das ist unfassbar wichtig. Und hinten steht auch noch mal was auf Englisch drauf. Quote of the day, Christmas calories don't count.
Zitat des Tages, Weihnachtskalorien zählen nicht. Das ist so ein Riegel. Hinten steht's drauf, Karamellschokolade mit Meersalz. Oh, ja. So sieht die aus. Ist die nicht unheimlich niedlich? Och, das ist echt niedlich. Und vor allem siehst du ja richtig diese Meersalzstückchen hinten dran, ne? Großartig. Ich gönne mir eine Reihe. Boah. Oh, das kommt gut mit dem Salz. Mega lecker. Mmh. Das ist richtig leckere Vollmilchschokolade mit diesem Karamell und diesem Salz. Mega lecker. Mhm. Das gefällt mir. Dann hätte ich auch mal Bock, so ein bisschen zu gucken, was die Halbzeit so sagt. Also gucken wir mal in die 12. Das ist die hier vorne mit dem Stern. Okay, du hast auf jedem Kläppchen oder auf jeder Box eine Weihnachtscheckliste stehen. Finde ich cool. Weihnachtsmarkt, die zweite. Okay, also gibt es da auch schon mal den ersten Weihnachtsbesuch, Weihnachtsmarktbesuch. Xmas Fun Fact. Freche Weihnachtskerle. In Island bringen ab heute 13 Weihnachtstrolle die Geschenke. An Heiligabend sind dann alle zusammen. Das ist witzig, steht hier drauf. Okay. Das ist auch geil. So. Was bist du? Blueberry Bliss Gummi Sweets aus London ist das. Das sind Candy Kittens. Okay. Mit Blaubeere. Ach, guck mal. Mit Fruchtsaft, natürlichen Farbstoffen. Das ist glutenfrei. Ja. Dann gucken wir uns das mal an, ne? Oh, das sind wirklich Katzen, ne? Ach, das ist niedlich. Das ist schön weich. Und schmeckt richtig gut. Mit veganem Rezept ist das übrigens, also vegan. Das wäre auf jeden Fall eine gute Halbzeit. Gucken wir auch mal in die 10. Ja, die ist nämlich schön groß. Oh, da steht doch, da. Erstmal die To-Do-Liste angucken. Weihnachtscheckliste. Weihnachtskarten schreiben. Schreibst du noch richtig Weihnachtskarten? Also so richtig mit Hand? Die einzigen Leute, die Weihnachtskarten von mir bekommen, sind Leute, die auch wirklich ein Geschenk von mir bekommen. Und die bekommen natürlich auch noch eine Weihnachtskarte mit dabei. Mini-Rezept. Rosmarinbutter. Oh ja. Beim Weihnachtsdinner sind Kräuter übrig. Perfekt für eine Kräuterbutter. In einer Schüssel einfach mit einer Gabel 2 Esslöffel fein gehackten Rosmarin unter 120 Gramm Butter mischen. Etwas Limettensaft unterrühren, salzen, pfeffern und gekühlt einige Stunden ziehen lassen. Hört sich gut an. Wir haben Rosmarin im Garten, das könnte ich tatsächlich damit machen. The Drinks Bakery, Drinks, Biscuit, Parmesan, Toasted Pine Nuts and Basil. Oh, mit Basilikum und Parmesan. Oh, 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 oh. Führ mich nicht in Versuchung. Oh, ja. Guck mal. Das sind so Kekse. Ich stehe auf Parmesan, Leute. Ich habe jetzt hier mal einen halben, ne? Oh. Mm. Oh ja. Mhm. Mega lecker. Mhm. Mhm. Auch nicht zu trocken. Durch den Parmesan. Mhm. Lecker. Das nächste Kläppchen, beziehungsweise die nächste Box, die ich öffnen möchte, ist der Geburtstag von Sammy, nämlich der 8. Dezember. Und da steht ein Mini-Rezept drauf für Mulled Apple Cider. Ich trinke ja nicht so wirklich Alkohol, ne? Aber das ist mit Apfelwein, braunem Zucker, Orange, Pimentnelken, Zimtstange. Ist bestimmt arschgeil, wirklich. Aber für mich dann eher mit Apfelsaft als mit Apfelwein. Und ja, ne? Nom, was sagt die Checkliste? Was muss ich machen? Zum Glühweinumtrunk einladen. Okay. Einladen kann man ja, ne? An Sammys Geburtstag vor allem. Oh, was haben wir da drin? Das sieht ja niedlich aus. Was das wohl ist? Sieht aus wie eine Nase mit Augen. Das ist The Chocolate Kitchen von Kök. Ich glaube, das ist aus Schweden, oder? Nee, made in Barcelona. Okay. Kökanias. Traditionell, okay. Mandel-Haselnuss-Praline mit Weifer-Schokolade. Mit weißer Schokolade soll das heißen. Okay, ja, dann machen wir mal auf und gucken rein. Ui. Das
Das ist so in Kakao eingehüllt. Ui, 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 ui. Cool finde ich, dass da auch mehrere drin sind und dass es dann halt auch wirklich, ne, für die ganze Familie reicht. Gut, bei uns die ganze Familie, das sind mein Freund und ich. Und Sammy hat seinen eigenen Adventskalender. Okay, wir gucken uns das mal an. Also das ist so richtig geil in Schokolade eingehüllt und in Kakao. Weiße Schokolade liebe ich ja, ne? Und da ist eine Mandel drin. Lecker. Boah. Passend zu Sammys Geburtstag, würde ich mal so sagen, ne? Richtig schön süß und du schmeckst diese weiße Schokolade. Du hast diesen Kakaomantel ganz fein außenrum zu und die Mandel in der Mitte. Nom. Dann habe ich Bock zu erfahren, was quasi in dem Eröffnungsböckschen drin ist, in der Eröffnungsbox, in der Nummer 1. Die haben wir hier, da ist ein Geschenk drauf. Weihnachtscheckliste, die erste Kerze anzünden. Ja, das ist ja auch der erste Advent, ne? Quote of the day, Zitat des Tages. Silent night means lighting a candle and drinking a hot cup of tea. Stille Nacht bedeutet eine Kerze anzünden und eine heiße Tasse Tee trinken. Von Lenchen, handgemacht, Lebkuchen, der Lebkuchen. Das ist ja hübsch. Guck mal, das ist auch so eine schöne Geschenkverpackung. Das ist ein großes Ding. Das ist groß. Komm raus. Das ist ein Kuchen tatsächlich. Boah, der Duft von Lebkuchen liegt in der Luft. Ich sag dir das, das ist so geil. Ich gönn mir. Ich gönn mir hart, ey. Das ist ein perfektes Eröffnungskläppchen. Lecker. Boah, und so saftig. Da ist jetzt Rum drin, wenn ich gleich lalle, ne? Das war gut. Und das letzte Kläppchen oder die letzte Box, die ich aufmachen werde, ist die Nummer 5. Denn immer, wenn ich meinen Freund frage, nach irgendeiner Zahl, sagt er immer 5. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht, weil wir am 5.11.2005 unseren ersten Kuss hatten. Weihnachtscheckliste. Heimlich die Stiefel der Liebsten füllen. Das wird definitiv am 5.12. gemacht. Xmas Fun Fact. Früher Vogel. Nikolaus am 6. Dezember von wegen. In den Niederlanden wird nicht nur Sinterklaas Ankunft, sondern auch seine ganze Reise gefeiert. Und das schon ab November. Sehr geil. Ich habe mal für ein holländisches Unternehmen gearbeitet. Also da ist tatsächlich Sinterklaas deutlich populärer als jetzt so, ne? Später Weihnachten und so weiter. Oh, was haben wir denn hier Feines drin? Von Connerup Chocolatier ein Salminak Lakritz. Okay, da sind Lakritze drin. Cool. Jetzt erstmal nach dem Lebkuchen mir schön die Lakritze reinpfeifen, ne? Boah, das ist so ein leckerer Adventskalender. Das gefällt mir jetzt schon. Es ist ein Oschi von Lakritz, aber wer kennt es nicht? Also ich wohne ja auch in der Nähe der holländischen Grenze. Und wir haben auf unseren Wochenmärkten immer so einen Holländer stehen, der dann auch die holländischen Süßigkeiten verkauft. Oh, das ist so lecker. Ich könnte mich da reinlegen und komplett um mich drum zufuttern. Boah, ja. So ihr Lieben, das war jetzt der kleine, aber feine Spoiler für den Gourmet-Adventskalender von Foodist. Schaut dort auf jeden Fall mal vorbei. Denkt an den Early-Bird-Rabatt. Und, das sind 10 Euro, ne, das direkt auf der Homepage. Das heißt, anstatt von 59,90 zahlst du 49,90. Und denk an meinen 5-Euro-Rabatt Claudi5. Dann nimmst du nämlich nochmal 5 Euro weniger für deinen Warenkorb. Genau, du bekommst 5 Euro weniger für deinen Warenkorb. Vielen, vielen Dank an Foodist. Es hat mir eine unfassbar große Freude bereitet. Und ich freue mich schon drauf, den kompletten Adventskalender zu vernaschen. Das ist so lecker. Ne? Und ich freue mich auf die Foodist-Boxen, dass ich dann demnächst auch mal jeden Monat aufs Neue in den Genuss komme. Und oh, ich liebe es zu snacken, ich liebe es zu essen, ich liebe es zu genießen. Und wenn du das auch genauso gerne machst wie ich, dann schau, wie gesagt, auf der Homepage vorbei. Ja, ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2019. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!